Willkommen zurück bei meinem Lieblingsspiel von eurem Let's Play Retro. Natürlich nicht das Lieblingsspiel von eurem. DSD Steve. Denn Ja, sein. Ja. willkommen zurück bei GZ und Feuer um Mitternacht. GZ und SZ und Feuer und um Ja. Mitternacht. Also wir wissen jetzt, wer unser Vater ist, dass Gustav unser Bruder ist und das wissen wir, Nee, warte mal. weil... Nee, warte mal. Gustav ist doch Tarian, oder? Aber Nadan war doch unser Bruder. Ich weiß, die Sache ist, ich kann ehrlich gesagt gar nicht so wirklich gedanklich zuordnen, wer Nadan überhaupt ist. Oder sind Nadan und Tarian eine und dieselbe Person? Nein. Also dieser Jägertyp, der bei uns war, Also in den ja. Kommentaren hat jemand geschrieben, er ist der Vater von Yamon und von dem, was ich auch gerade, von Nadan. Hat in die Ja, Kommentare jemand geschrieben. genau. Und Nadan ist Gustav. Und wer ist Tarian? Ach, pass auf, nochmal. Also, dieser Typ, mit dem wir jetzt unterwegs waren, ja, dieser Jägertyp, der ist Genau. scheinbar unser Vater. Random. Wo wir noch aus Spaß gemeint haben, ist das unser Na, Vater. das ist Damon, genau. Das ist So, Damon. das ist unser Vater, der Typ. Wow, Und dieser. hier kann man runtergehen. Wow, das hatte ich jetzt gar nicht so wirklich Ja, vor. genau, da musst du aber runtergehen. Ach, da muss ich runtergehen. Okay, gut. Genau. Na dann, wenn ich keine andere Wahl habe. Geh geradeaus, den Dialog, den man jetzt bekommen kann, kannst du skippen und dann musst du kämpfen. Heil dich Was? vorher, Wir bekommen falls den du scheiße. Dialog. Naja, ich bin so ungefähr geheilt. Ich erstmal noch eine Kastanie. Das kann vielleicht nicht schaden. Ja, und dann geh random in den Kampf rein. Ach Also. stimmt, genau, ich erinnere mich, am Ende des letzten Ja. Kampfes hat er da hier einen Kampf begonnen, Genau. genau. Oder auf einmal feststellen sollte, ich muss zurück zu meinem Vater. Ja, wenn man sagt, was, er ist der Vater? Ja, Genau, dieser Jägertyp. stimmt, genau. Den Dialog hatten wir in der letzten Folge noch und dann haben wir uns dazu entschieden, so von wegen, jo, es ist schon genug Zeit verstrichen. Wir machen jetzt erstmal ein paar Tage Pause, nehmen ein bisschen Vampires und zwei Everlasting Blood auf und dann spielen wir dieses Spiel weiter. Ja. So, und dann kämpfen wir gegen Risa. Kreuz, magischer Doppelerstschlag. Soll ich das einfach mal machen? Nee. Kostet zu viel. Soll Ja. ich Barriere machen? Verteidigt sich. Nee, mach mal Berserker, möglicher Berserker. Todesstoß. Glaubst du wirklich, Genau. dass das gegen Risa sinnvoll ist? Spiegel, okay. Das hat uns gerade auf jeden Fall MP und HP abgesaugt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wie oft noch? Du kannst mich nicht besiegen. Ja, das war extrem sinnvoll. Danke, dass ich meinen Heiltrank jetzt nochmal verwendet habe, Steve. Wirklich vielen Dank. Schnell. Ich habe dir ja gesagt, dass du mich nicht besiegen kannst. Bevor du das schaffst, musst du noch viel lernen. Wie oft noch? Ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich muss zurück und diese feige Ratte besiegen. Es ist halt so bescheuert, dass der Typ unser Vater ist. Und wie haben wir es rausgekriegt, dass unser Vater ist? Durch diese Sequenz hier, weil er jetzt einfach gesagt hat, das ist mein Vater. Aber der Spieler kann, das hat sich wie ein Story-Skip angefühlt. Weil das geht so nicht. Ich meine, selbst Star Wars hat bessere hinbekommen, zu sagen, ich bin dein Vater. Wurde aber auch in den Kommentaren schon einige Male geschrieben, dass man sich in diesem Spiel hier eine ganze Menge zusammenreimen und interpretieren muss, um überhaupt Ja. irgendwie die Geschichte zu verstehen. Das ist. Genau. Weil Mystery Lady das so geschrieben hat, als würde jeder ihren Gedanken kennen. So, so hat sie die Story geschrieben. Ganz nach dem Motto, die Leute kennen doch meine Gedanken. Steve, weißt du noch, worum es den Helden ging? Um einen Typ, der nachts wo er aufgewacht ist und dann am Ende gegen eine Hyäne gekämpft hat. Gegen eine Kreatur namens Hyäne, die dann irgendwie scheinbar ein schwarzer Drache war und wir dann irgendwie am Ende, obwohl wir sie besiegt hatten, gestorben sind. Ja. Exakt, exakt. Ach, sieh dich doch an, du bist noch lange nicht so weit. Wenn du jetzt zurückgehst, ist das dein sicheres Ja. Ende, deines Ernsthaft? und meines. Ja, das ist geil, oder? Naja, Ja? einfach, da wurde einfach nur ein Haar gegessen, Steve. Aber ich habe keine Wahl. Es muss mir gelingen. Ich muss nur wissen. Wissen, wie ich diese Kraft erwecken kann. Etwa die Kraft von Energy macht? Ja. Ich habe sie doch schon einige Male in mir spüren können. Aber wie habe ich das geschafft? Bemühe dich nicht. Wie ich bereits sagte, es dauert eine lange Zeit, bis man seine Kräfte gezielt einsetzen kann. Ja. Ja, das ist geil, oder? Es dauert einige Zeit, bis man seine Kräfte gezielt einsetzen kann. Ich weiß nicht. Das hat selbst alte Macht besser gelöst, weil da wollten die Leute auch ihre Kräfte einsetzen, wenn sie die alte Macht gesucht haben. Ja, und hier haben wir da, der will unbedingt seine Kräfte einsetzen. Die Sache ist, da hat er eigentlich bisher alles in Augen dieser Göttin richtig gemacht. Warum zum Ja. Teufel kriegt er nicht mal endlich seine fucking Kräfte zurück? Ja. Ich glaube dir nicht. Du willst mich doch nur aufhalten, damit du mich für deine eigenen Zwecke benutzen kannst. Aber ich lasse mich von meinem Plan nicht abhalten. Ich werde ihn bezwingen, und zwar nachdem ich dich besiegt habe.
Jetzt lernen wir Energy Macht und dann nochmal einen Kampf. Ich glaube, ich habe jetzt das mit den Blumenblühen kapiert. Aha. Und wir als Spieler müssen uns auch wieder unseren Teil denken. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich, was Mr. X in den Kommentaren meinte mit, dass mit den Blumenblühen wir da später noch verstehen. Ja. Super. Wow. Super. Oh Mann, ey. Ich bin jetzt bereit für den zweiten Anlauf. Ja. Teleport! Nein, wir haben jetzt den Kaioken aktiviert. Visa erwischt. Visa. Wir sind auf jeden Fall... Guck mal, Mr. Reddy kann nicht nur Full Heal, sondern guck mal, wir haben jetzt auch alle Fähigkeiten wieder. Heilt Körper und entgiftet ihn. Aha, also sehr schön. Sagen, guck mal, jetzt beherrschen wir auch Chloral. Ja. Eruption, Dunkel, Erupt. Aha. Aha. Sind das jetzt irgendwie Typen oder was? Oder... Kennt das nicht den Erupt-Typen? Oder den Anima-Typen? Feuersturm. Anima, Licht. Nein, das ergibt bei einem Feuersinn. Also ich bei einem Feuersturm jetzt irgendwie keinen Sinn, aber. Ja. Wir machen einfach mal Eruption! Benutzt Spiegel, yay! Guck mal, damit können wir die Mortal Kombat-Hand machen. Ja. So. Malus. Genau, machen wir einfach mal Malus. Was wow, ehrlich gesagt nicht so besonders Gott. Hier bringt. Das Problem ist halt, der Gegner greift und saugt uns unsere MP ab. Oh, ich hasse solche Kämpfe. Du hast jetzt unendlich viel High-Items brauchen in diesem Kampf. Ja, das ist mir schon klar, Steve. Ich weiß schon, wie das läuft. Guck mal, Risa greift an. Wow, okay, gut. Vielleicht macht sie das dann auch nach einiger Zeit nicht mehr. Übrigens, wie sollen wir uns den Kampf hier gerade... Also, ganz kurz, das ist eine Softblock-Situation hier, ja? Wenn wir nicht genug Items dabei haben, dann sind wir einfach tot, auf jeden Fall. Genau, weil wir nicht einkaufen können. Deswegen muss ein Spiel immer dafür sorgen, dass der Spieler zu jedem Zeitpunkt einkaufen kann. Da lässt es stürmen, wee. Ja, solange wir MP haben, wird sie das wohl auf uns machen, ne? Ja. Das ist... Du wirst hier unendlich viel brauchen. Ja, das Problem ist, ich habe halt nur noch 7 Kastanien, ne? Ja. Wie gesagt. Ja, super, ja. Zieht 80 ab. Da schützt sich. Wow, das hat unsere Verteidigung. Um wie viele Punkte erhöht Steve? Hast du das gerade gesehen? 6 Punkte. Es ist komplett bescheuert. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass Breeza ausnahmsweise mal nichts macht. Feuersturm war gut. Okay, es geht doch gerade voran. Also, ja. Also ja, guck mal Leute, da fehlen Steve die Worte. Steve weiß gar nicht mehr, was er da sagen soll bei so einem Quatsch. Es ist einfach bescheuert. Okay, also ihr zu imponieren bringt nicht so besonders viel. Ja, man sieht schon nackt, da müssen wir nicht mehr imponieren. Wow, es könnte jetzt auf jeden Fall knapp werden. Ja. Aber wir haben es gerade noch so geschafft. Also diese Windfalle macht echt krass viel Schaden. Also wenn sie die randomly benutzt, kannst du einfach nichts machen. Bist du tot so ungefähr, ne? Ja. Ja, naja, ganz Energy macht ist es noch nicht. Also... Du kannst wieder übrigens deine MP heilen. Ja, ich sehe es schon. Ich habe nur noch 3 Kastanien, Steve. Ha, perfekt, das hast du das gemacht, bevor wir unsere MP geheilt haben. Sehr gut. Soll ich so wirklich weitermachen? Kannst deine MP wieder heilen. Ja, das wird halt nicht besonders viel bringen. Nein, du machst sonst nur 4 Schaden. Du rissst 90 kaputt. Ist in Ordnung. Das Problem ist halt auch, sie trinkt unsere MP. Ja. Also der Kampf ist auf jeden Fall trotz unserer OP-Spells irgendwie immer noch... Ist komplett unbalanced. Wow, wir haben es geschafft. Erledigt. 4000 Erfahrungspunkte Pandora bekommen, da Stufe 24 erreicht. Was für ein geiler Kampf, wir haben eine Göttin besiegt. Und jetzt ist Zordak dran. Bitte ohne Zwischenspeicher und ohne Folie, bitte. Warte, du weißt doch gar nicht. Ist mir egal, ich gehe jetzt zu Zordak. Ohne Zwischenspeicher und ohne Folie. Was dich dann erwartet. Und ohne Einkaufen, logischerweise. So ein boah, das ist ein Speicherpunkt. Das sagt ja nichts aus. Alter, wow, da ist ein Speicherpunkt. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher, was ich jetzt machen soll. Ich mache erstmal nichts. Geh mir nach O. Aha. Ich spüre noch ihren Atem. Sie scheinen noch nicht angegriffen worden zu sein. Aha. Okay. Ich möchte betonen, dass wir immer noch nirgends mehr einkaufen können. Seit ungefähr wie viel Ingame-Stunden? 5? 6? Vielleicht können wir in dieser Stadt hier was einkaufen. Sieht nicht gut aus für uns beide. Was, wenn nur mein Sohn hier wäre? Solange ich lebe, werde ich nicht aufgeben. Er muss doch zu bezwingen sein.
Versuche es nur, Hexe. Aber ich würde dir lieber raten, am Boden zu liegen und Staub zu schlucken. Selbst wenn sein Sohn wiederkommen würde, er hat einfach keine Items mehr, weil er nicht einkaufen darf. Dann werde ich vielleicht so gnädig sein und dir einen schnellen Tod bereiten. Oh, bitte. Noch hast du mich nicht besiegt. Ja, Catchphrases, bla bla bla. Das ist nur eine Frage von Sekunden. Du kannst mich nicht besiegen. Die labern ja mehr rum als in Dragon Ball, ja? Ich find's übrigens auch cool, wie Soretta in den Kommentaren noch geschrieben hat, irgendwie Sonak mit seiner Furry-Horde und der fröhlichen Musik. Ja, sehr atmosphärisch. Ja, auf jeden Fall. Sie vielleicht nicht, aber ich! Ich habe gerade gar keine Heil-Items genommen, es tut mir leid, Steve. Oh, das Kopf ist abgeschnitten. Da bist du ja, mein Sohn. Mein kopfloser Sohn. Ich dachte schon, dass du feige den Schwanz eingezogen hast. Hast doch gesehen, dass er wegteleportiert wurde. Dann kennst du mich aber schlecht. Ja, vielleicht hat er sich einfach, also Jamon sich ja selbst wegteleportiert. Na, wenn das nicht mein nächstes Opfer ist. Ich habe mich schon gefragt, wie lange dein Gewissen braucht, um hier zu befördern. Wir waren doch jetzt alle höchstens eine Minute weg, oder? Keine Sorge, ich habe dir nur eine kleine Verschnaufspause gegeben. Wir können jetzt gerne unsere Kräfte messen, Ratte! Guck mal, ich habe diese tollen neuen Zauber erlernt, wie Feuersturm. Der überhaupt nichts mit Feuer zu tun hat, ist einfach nur ein Sturm. Ja. Und das Gleiche werde ich gleich mit dir machen. Ja, genau, das ist eloquente Ausdrucksweise. Genau. Und auch, es ist sinnvoll, unbedingt hier zweimal das Gleiche zu benutzen in einem Satz. Das wirkt sehr kompetent. Ja, eben. Das sind doch nicht mehr als leere Phrasen. Das stimmt, ja. Wow, das ist this game in a nutshell. Ja, das ist die erste wahre Aussage seit langem. Genau. Da war es mir schon früher nicht ebenbürdig. Weshalb solltest du es jetzt sein? Weil ich etwas beherrsche, das du nicht kannst. Energy macht! Hast du immer die alte Macht gefunden? Nein! Dann zeig doch mal, was du so bei den Jägern gelernt hast. Würde mich echt interessieren. Den Gefallen kann ich dir gleich erfüllen. Erstmal brauche ich noch eine Sekunde mit meinen Freunden und muss noch ein paar Heiltränke schlucken. Sei nur vorsichtig und unterschätze deinen Feind nie. Jamon. Jamon Dekus. Natürlich nicht. Keine Sorge, ich bin jetzt stärker als damals. Ja, das ist logisch, weil wir sind ja auch zwischendurch irgendwie 30 oder 40 Level aufgestiegen. Ja. Und klüger. Nein. Geht ihr zurück und bringt die Leute hier weg. Hier sind keine Leute. Ihr sind keine Leute. Er meint wahrscheinlich die oben in der Höhle, die gerade offensichtlich in Gefahr sind. Gut, sei vorsichtig. Ja, die sind sowas von extrem in Gefahr. Die Leute in der Höhle, die könnten, hätten einfach schon die ganze Zeit fliehen können. Und auch schön, dass sie jetzt verraten wurden. Und du denkst, ich lasse sie so einfach gehen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ganz recht. Denn nun steht ein ebenbürtiger Gegner vor dir. Also sieh dich vor. Ich finde es gut, wenn wir jetzt gewonnen wären mit Erdschlag oder so. Hoffentlich geht das nur gut. Ja, dass die Leute verdeckt sind, ja. Gerade sprechen. Textbox nach unten packen war zu schwer. Vertraue ihm. Er schafft das schon. Mein Sohn packt alles. Also gut. Dann zeig her, was du gelernt hast. Das klingt gerade irgendwie alles nicht nach irgendeiner feindlichen Konversation, sondern so, als wären das zwei beste Freunde, die sich halt nur so aus Spaß im Kampf messen. Nee, aber vielleicht ist Zordak ja da, der irgendwie auf seltsame Art und Weise wiederbelebt wurde. Das erinnert mich halt an die Cell-Saga in Dragon Ball. Ja? Es ist eigentlich quasi keine Zeit vergangen, aber man war halt im Raum von Zeit und Geist. Also hat man übelst aufgepowert. So, jetzt kämpfen wir erneut. Wir haben zwar gestern schon gekämpft, aber ich habe in das von gestern zu heute ein Jahr trainiert. Genau. Jetzt kämpfen wir erneut. Tja, man braucht storybedingt eben manchmal Lösungen für Probleme. Ja, aber das muss ich sagen, das hat Dragon Ball so konsequent geil getan, ja? Wir haben zwar gestern gekämpft, aber ich habe seit gestern ein Jahr trainiert. Also gut, dann zeig her, was du gelernt hast. Also haben wir jetzt wirklich hier den Kampf gegen Zordak, ja? Zordak ist ein Elras. Ja. Ja. Dann. Ja. Da fehlt den Ohnmacht. Das war genau das, was wir absolut erwartet haben. Tja, das war der Grund, weswegen ich nicht geheilt habe. Einfach nur, um aufzuzeigen, wie absolut behindert dieses Spiel stellenweise ist. Was würden wir jetzt hier gerade tun?
wenn wir keine Gegenstände hätten. Zum, als Beispiel, warum kann nicht einer der Leute, die da in der Höhle sind, uns gerade Items verkaufen? Guck mal, wir haben Misseln dabei, die ein 250 MP. Gut, dass ich die irgendwann mal eingekauft oder gefunden habe, wer weiß das schon. Ich meine, guck mal, da könnte doch einfach einer von denen sagen, hier, ich kaufe... Ja, genau, hier, ich bin ein Händler. Oh, guck mal, da ist zufälligerweise ein Händler dabei, der aus der Stadt geflohen ist. Kaufen, verkaufen. Ja. Hätte man einfach genau. So eine kleine Option machen können, damit man sich als Spieler irgendwie nochmal ausrüsten kann, weil irgendwie muss dem Entwickler ja auch an der Stelle bewusst sein, oh Moment, der Spieler hatte ja schon die letzten irgendwie 5 oder 6 Stunden keine Gelegenheit mehr irgendwie einzukaufen. Ich habe das aber auch noch in keinem anderen Spiel erlebt, wo man so lange nicht einkaufen konnte. Nee, das keine Ahnung. Das hast du. Aber das hatten wir auch in Helden nicht. Selbst in Helden konnten wir wesentlich öfter einkaufen. In so Not gibt es doch einfach sowas wie reisende Händler. Ja, man kann doch jederzeit reisende Händler einbauen. Und weißt du, Steve, solche Informationen hätte Miss Freddy bekommen, wenn irgendwelche Leute das Spiel auch wirklich sinnvoll gebeta-testet hätten. Ja, aber natürlich, wenn ich einfach mich auf Level 50 cheate. Ja, genau, wenn ich mich halt durchcheate, dann ist das hier alles nämlich ein fucking Kinderspiel. Und so ist halt einfach die Frage, was wir genau machen. So, wir machen einfach wieder Feuersturm. Es hat irgendwie vorhin am meisten Schaden gemacht. 510 Schaden, das ist tatsächlich eine ganze Menge. Du musst es also maximal 20 Mal einsetzen. Ja, das Problem ist halt... Ja, aber... wie sollen wir das denn machen? Ja, heil dich mit einem Item. Ja, schade. Ja, was für ein Käse einfach nur. Du musst einmal Eruption machen, dann heilen. Einmal Eruption. Ja, aber schade. Ja, genau. Ja. Aber das Problem ist halt, das wird halt nicht passen, weil das Problem ist halt, guck mal. Also vor allem, wenn er schneller ist als wir. Ich muss jetzt mal. Tja, hast halt nicht alle Kämpfe gemacht, weil du zum Speicherpunkt wolltest. Tja. Ich weiß, das ist doch ziemlich töricht von mir. Ja. Hier gibt es auch leider keinen Punkt zum Grinden. Schade. Übrigens der nächste Softblock, ja. Warum habe ich nicht die Möglichkeit, nochmal zu trainieren? Weil die Entwicklerin der Meinung ist, dass man sich sowieso am Anfang ungefähr 50 hochcheatet. Also weißt du, ein Entwickler kann nicht davon ausgehen, dass man jeden Kampf mitnimmt. Nicht als ausweichbarer Gegner. Ein Entwickler kann doch nicht davon ausgehen, dass man, nachdem man irgendwie 30 oder 40 Minuten gespielt hat, man irgendwie noch großartig Bock hat, weiterzuspielen und irgendwie noch die ganzen Kämpfe macht, die da zwischendurch... Nachdem man 3 Bosskämpfe gemacht hat. Ja, genau. Ohne Zwischenspeichern. Und du weißt, ich bin jemand, der immer sagt, bitte nimm jeden Kampf mit. Du weißt, wie hast du gerade gesehen, hat uns gerade nur 39 Schaden gemacht. Ja, es ist wieder komplett... Jetzt sind wir 181, ja. Es ist komplett random. Ja. Wenn er jetzt wieder 181 macht, dann sind wir tot. Er hat uns 100... Es war ganz knapp nicht genug. Ja. Ja, es ist behindert. Es ist ein reiner RNG-Kampf jetzt. Es ist ein reiner RNG-Kampf. Ja, so wie alle Kämpfe in dem Spiel, habe ich so das Gefühl. Ja, weil das Spiel, tut mir leid, nicht gut ist. Ja, ach was. Also, aber es gibt ja Leute, die versuchen, einen das tatsächlich weiß zu machen. Kaut an etwas herum. Aha, sehr schön. Der Gegner fängt schon an... An uns rumzukauen. Wow, so rockt mich zusammen, erledigt. Das ist 2000 Erfahrungspunkte, 58 GS, da Stufe 25. Oh, Stufe 25 sind wir erst. Ich mag dich unterschätzt zu haben, nachdem ich dich mehrfach getötet habe. Aber ich glaube nicht, dass du schon gesiegt hast. Sehen uns wieder, du Versager. Dieser Kampf wirklich, ich meine, die Sache ist, jeder Kampf sollte mir als Spieler auch die Möglichkeit bieten, wenn ich da unvorbereitet reingehe, dass ich zumindest erstmal anfange, irgendwie einen Heilgegenstand schmeißen kann oder sowas. Und nicht, ob ich direkt one-hitted werde. Oder dass einfach er ein Full Heal bekommt. Ja, Full Heal. Ich meine, die Sache ist, vor dem Kampf mit Risa, oder besser gesagt zwischendrin, nach dem ersten Fail-Kampf, gab es ja einen Full Heal, ja. Ich zum Beispiel bin ein großer Freund davon, nach Bosskämpfen, dass man einen Full Heal bekommt. Ja, es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, das nicht zu tun. Ja, du Versager. Und jetzt teleportiert er sich einfach weg, denn wie immer, besiegte Gegner sind noch lange nicht tot. Frechheit! Wie kann er es wagen, mich als Versager abzustempeln, um dann selbst die Hufe zu schwingen? Elender Bastard! Tja, wenigstens hat das Ganze etwas Gutes mit sich gebracht. Er braucht jetzt also nicht zu denken, dass er mit mir so leicht davonkommt. Auch wenn ich es hasse, hier den strahlenden Helden zu spielen. Was? Mhm. Das ist alles die Schuld dieser Möchtegern-Göttin. Ich bin mir absolut sicher, dass sie es von Anfang an wusste. Miststück! Statt einfach einzugreifen, hat sie es zugelassen, dass ich in meine Vergangenheit gehe und meine Zukunft so enden lasse. Wow, das ist... Was? Hä? Wir waren in der Vergangenheit und haben uns das alles nur angeguckt. Ja, weil das Ganze so eine Art Traumsequenz war. Das war nicht wirklich die Vergangenheit, auch wenn Phil irgendwie trotzdem mit dort war. Ach, das ist alles so verwirrend. Ja, danke, wirklich danke, danke. Wirklich, dieses Spiel... haben wir jetzt mit nur leere Phrasen und alles so verwirrend hervorragend zusammengefasst. Ja, noch vor... sich selbst zusammengefasst, danke. Ja, noch vor kurzem waren mir all diese Menschen gleichgültig. Und jetzt,
Immer noch absolut gleichgültig. Seltsam. Es ist mir fast peinlich zu denken, wie sehr ich meinen Meister dadurch übergangen habe. Ich hätte auf ihn hören sollen, anstatt sein Vertrauen zu missbrauchen. Wie ich dieses dämliche Gelächter hasse. Wie lange hörst du mir bei meinem Selbstgespräch eigentlich schon zu? Hihi, danke für diese nette Begrüßung, aber ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Was? Wer? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Er ist da, ich hätte schwören können. Ach so. Was soll das jetzt wieder? Moment, haben wir sie nicht auch schon mal gesehen, oder ist das die aus Helden? Nee, das ist genau. Das ist die von aus Helden, ganz am Anfang, die man sieht. Diese nackte Frau, die man ganz am Anfang sieht. In dieser Höhle. Genau. Die aussieht wie so, wie so diese Trolle, die es damals genau, wie diese 90er-Jahre-Trolle, genau. Ja. Ich glaube, ich bin im Irrenhaus. Noch so eine nackte Hexe. Ah, kann man das nicht abstellen? Das ist ja grauenvoll. Du bist nicht zufällig mit einer Frau mit blauen Haaren verwandt. Könnte man sagen. Genau. Warte mal ganz kurz. Sie Faceit hat sie blaue Haare. Aber im... Ja, aber in Helden hatte sie dieses Faceit hier auch schon. Ja, aber es ist dumm. Das macht's nicht besser. Was für ein strammes Hinterteil. Mhm. Ja, selbst die Göttinnen stehen auf Yamon. Hey, nicht anfassen, nur gucken. Du siehst ja gar nicht so übel aus, wie ich zuerst dachte. Vielleicht etwas blass im Gesicht, aber das können wir noch ändern. Genau, erstmal schön ins Sonnenstudio. Was fällt die ein, mich so derart zu bekaffen? Was? Hey, ignoriere mich gefälligst nicht. Dieses Spiel ist wirklich verwirrend und voll leerer Phrasen. Meine Schwester hat wohl vergessen, dich vor mir zu warnen, richtig? Was? Es muss doch irgendeine Verbindung zu Helden und Feuer Mitternacht geben, ne? Ja, also ich habe jetzt mal extra gegoogelt, ja? Ob es vielleicht in Österreich das Wort bekaffen statt begaffen gibt, nein, ja? Nein. Nein. Tja, so ist sie eben. Nie kann sie etwas zu Ende bringen. Tja, dann muss ich das wohl tun. Hey, Moment, wage es nicht. Bitte Energy macht. Bitte, endlich Energy macht. Weißt du, was ich jetzt geil finden würde, wenn wir jetzt neue Kräfte bekommen? Wir nicht zwischenspeichern dürfen und wir jetzt unsere Kräfte ihr gegenüber beweisen müssen. Aber Steve, ich denke, dass es genau darauf hinauslaufen wird. Ja, das würde ich jetzt mega feiern. Du denkst doch nicht wirklich, dass du mir gewachsen bist. Doch, natürlich! Das finden wir jetzt auch sofort heraus. Wieso nicht? Mit deiner sogenannten Schwester hatte ich ja auch keine Probleme. Ja, absolut keine Probleme. Sei nicht so hochnässig, mein Kleiner. Das könnte dir doch zum Verhängnis werden. Das wurde es mir bereits. Und jetzt sag endlich, was du von mir willst. Deine Kraft. Wie soll ich das jetzt verstehen? Und du willst Sex mit dir? Ja, ich denke auch, dass es darauf hinauslaufen wird. Deine Manneskraft. Unwichtig, zumindest für dich. Und das würdest du sowieso nicht verstehen. So, du hältst mich also für dumm. Nimm es nicht so persönlich. Sieh mal, du hast da etwas in dir, das ich brauche, aber keine Sorge. Es wird dich nicht umbringen. Also rück es schön freiwillig heraus, da muss ich dir nicht wehtun. Gleichgültig, was es ist. Wenn du es haben willst, musst du es dir holen. Ich will deinen Samen. Du bist doch viel zu angeschlagen. Was glaubst du, wieso ich gewartet habe, bis der Kampf zu Ende ist? So habe ich ein viel leichteres Spiel mit dir. Soll ich es dir zeigen? Ach nö. Naja, scheinbar doch kein Kampf, sondern irgendwie nur eine random Zwischensequenz. Verflucht! Wo sind Verbündete, wenn man sie mal braucht? In der Höhle? Nur eine Map weiter? Gar nicht so weit entfernt? Eine Map weiter bedeutet unerreichbar. Selbst das Haus da drin ist unerreichbar, weil es eine Map weiter. Naja, das stimmt allerdings. So, und jetzt kommst du brav mit, bevor ich dir noch mehr Schmerz zufügen muss. Ging ja leichter als all erwartet. Anscheinend bist du doch noch nicht ganz erwacht. Ah ja. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Ich würde es freuen, wenn wir jetzt den Helden aus Teil 1 spielen. Was sind sie? Ich kann sie nicht sehen. Sie werden von einer Textbox verdeckt. Verdammt, das ist so, als würde ein Geist sprechen. Als wir zurückliefen, konnte ich diese Macht noch spüren. Und jetzt ist sie plötzlich weg. Seltsam. War vielleicht Zordak. Nein, diese Kraft, die ich gespürt habe, war viel mächtiger. Oh Gott, nein, das war eine Blue Saiyajin-Macht. Ja, lass uns zurückgehen. Egal, draufgeschissen, ja. Was, aber...
Egal. Das ist gerade wirklich so wie alte Macht. Wirklich, eine alte Macht wird irgendwie von der Community irgendwie zerrissen und vor heute Nacht wird gefeiert. Egal, wenn ja, man jetzt schreckt. Ich bin mir sicher, er kann sich daraus befreien. Ich glaube an seine Kraft. Wir müssen ihm da wohl vertrauen. Er könnte schon längst tot sein, das Spiel könnte doch einfach ohne ihn weitergehen, aber darauf kommt irgendwie keiner. Du hast recht. Diese Menschen hier haben erst einmal Vorrang, die Menschen, die wir bisher noch nie gesehen haben. Dürfen wir auch irgendwann mal wieder in den Shop oder sowas gehen? So. Das ist Gustav, oder? Ja. Jetzt ist die Frage, ist das Nadan oder ist das Tarian? Das ist, ich glaube, dass das unser, also ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Na, wir werden es ja wahrscheinlich gleich sehen. Aber ich glaube, dass er unser Bruder ist. Zum Glück bin ich diese blonden Amazonen los. Ich sollte jetzt dringend mit dem König sprechen. Dem König der Welt. Seit wann gibt's in dieser Welt überhaupt einen König, der für irgendwas... Hä? Das wurde doch bisher noch nie irgendwie erwähnt, oder? Tja. Es gibt ja Adel. Und auch hier haben wir wieder ganz coole Musik, die in Vampire's Dawn das erste Mal Verwendung fand, würde ich jetzt mal sagen. Ja. In dieser Wüstenstadt, ne? Die? Ich denke ja, schon, ne? Ja. Am besten, ich nehme die Abkürzung zum Marktplatz, wo ich hoffentlich einkaufen kann, bevor mich noch ein Dutzend Waren beziehen. Das wäre die absolute Krönung, wenn wir auf Marktplatz nichts einkaufen können. Das Schlimme ist aber, dass ich es aktuell diesem Spiel hier zutraue. Vor allem die Abkürzung zum Marktplatz ist eigentlich die Frage, sind wir jetzt irgendwie hier rüber geschwommen? Oder ich meine, wir stehen gerade an irgendeinem Steg. Ja, ich erinnere mich nur ungern an den letzten Vorfall. Hat man mich doch tatsächlich für einen Dieb gehalten. Egal. Egal. Vielleicht ist es wirklich sein Sohn. Das ist der Bruder. Ich meine jetzt der Sohn von dem anderen Jäger. Also, Ja. Logisch. Egal. Egal, ob ich der Sohn bin. Ich sollte nicht so, zu lange trödeln. Diese Benachrichtigung hat oberste Priorität. So, und jetzt gucken wir nach. Guck mal, das ist nämlich Tarian. Genau. Das ist nämlich Tarian. Da würde ich aber vorschlagen, machen wir hier erstmal einen Cut, denn das bietet sich hier an. Und dann, warum diese beiden Boote da, warum... Steve, warum... Das ist Wind, verstehst du? Ich bin verwirrt. Da ist ein Segel dran, verstehst du das nicht? Ich bin verwirrt, Steve, um dieses Spiel noch einmal kurz zusammenzufassen. Aber wir hingegen freuen uns immer über ganz nette Kommentare und ganz viele Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal hier bei Feuer um Mitternacht. Tschö, tschö.